Alemannia Aachen ist der Schreck der Bundesliga und damals hieß es noch nicht Abstieg schaffen. Damit waren eigentlich alle zufrieden und jetzt plötzlich schauen alle Richtung Champions League. Wahnsinn, was hier abgeht. Was haben wir gegen RB Leipzig gemacht? Und die Vorbereitung gegen die Bayern laufen. Die haben übrigens eine ganz schöne Überraschung, mit der ich schon mal Erfahrung gemacht habe. Alles Weitere in diesem Video. Bis dann. Ciao, ciao. Verehrte Herrschaften, ich heiße euch herzlich willkommen zurück im Karrieremodus, in der Pierre-Emerick Aubameyang und Erling Haaland die Liga zerschießen, aber Alemannia Aachen bleibt die Überraschung der Saison. Willkommen zurück im Karrieremodus, Gentlemen. Also Jungs, ich muss ja ganz ehrlich sagen, wir sind ja Aufsteiger, ne? Und wir haben ja diese Mannschaft hier zusammengestellt. Nichtsdestotrotz mit unserem Jugendtalent Dominik Auer, mit Max Svensson, den wir seit der Regionalliga geholt haben, Jamie Leveling als Neuzugang. Wir haben damals Finn Ole Becker und Dennis Dressel aus München und aus Hamburg geholt. Viele verschiedene Leute, Bartels aus Mannheim, und die haben alle plötzlich abgeliefert. Und ihr erinnert euch, die Hinrunde war so ein bisschen lala. Am Anfang ist es echt gut angefangen, dann eine Niederlage gegen die Bayern, dann Gladbach verloren, Augsburg verloren, Union verloren. Also bis zum, ungefähr bis zum November, so Mitte November war da irgendwie alles dabei. Ja, und plötzlich mutierte Alemannia Aachen so ab zum absoluten Angstgegner. Denn auf einmal begann diese Mannschaft hier loszulegen mit einem 1-0 gegen Schalke, 1-0 Stuttgart, 1-0 Hertha, 2-0 gegen Werl im Pokal, 2-1 Augsburg, 2-0 Bayern, 1-0 Wolfsburg. Diese Mannschaft hat 8 Spiele in Folge gewonnen. Ja, und ich glaube, da braucht man sich auch nicht wundern, dann, wenn diese Tabelle so aussieht, ne? Also, es ist wirklich Wahnsinn. Ich hatte eigentlich am Anfang mit einem Platz 7 oder so gerechnet, aber Donnerwetter, wir haben heute das nächste Duell mit RB Leipzig. Und Freunde, ich gehe langsam in der Annahme, dass vielleicht nicht nur Europa League drin sein könnte, eventuell. Heute geht's ja weiter. Heute gibt's das Auswärtsspiel bei RB Leipzig. Dem widmen wir uns gleich. Dann gibt es noch das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, auswärts in Dortmund, das Heimspiel gegen den HSV und das Auswärtsspiel beim ersten FC Köln. Und nicht zu vergessen, die Jugendabteilung haben wir natürlich auch noch, indem wir in der letzten Folge einen Matthijs Vermeulen gezogen haben, der 15 Jahre alt ist, 67er Rating. Auch noch ein Arthur König, der hier rumrennt, ein Moritz Schulz, der hier noch rumrennt. Also die Jugend läuft absolut gigantisch und ich bin mal gespannt, was wir aus den Talenten hier noch rausholen können. Und damit starten wir doch die Folge. Jungs, wenn euch dieses Video gefällt, ich würde mich selbstverständlich über einen Daumen nach oben freuen. Lasst einen Kommentar da und natürlich, wenn ihr möchtet, mit Abonnieren selbstverständlich kein Video verpassen. Gerade die Glocke ist sehr, sehr wichtig. Momentan kommen sehr, sehr viele Videos, damit wir rechtzeitig zu FIFA 22 Gas geben können. Es gibt übrigens noch einen Transfervorschlag, den ich mir angucken sollte. Ihr habt natürlich wieder Kommentare geschrieben und diesmal hat der Marc mir nämlich einen sehr, sehr interessanten Call gegeben. Und Jungs, das müsst ihr euch mal angucken, nämlich Mohamed Ihattaren. Auf den bin ich noch gar nicht gekommen, aber Jungs, der sieht wirklich bombastisch aus. Also 83er Rating, der ist fast unter seinem Marktwert. Ich denke mal, in der nächsten Saison wird der noch günstiger sein. Das wäre auf jeden Fall eine Überlegung für einen Neuzugang. Und wir starten jetzt gleich natürlich mit dem Spiel gegen Leipzig. Aber wir starten mit einer echt guten Nachricht. Denn Jungs, guckt euch die Tabelle an. Leverkusen hat schon gespielt und hat 3 Punkte Abstand und haben ein Spiel mehr. Das heißt also, wir könnten jetzt mit einem Sieg gegen RB Leipzig, könnten wir jetzt den Abstand auf Leverkusen und auf Leipzig auf 6 Punkte ausbauen. Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, guckt euch RB Leipzig an, ne? Ich meine, ihr wisst natürlich, wie Leipzig im Karrieremodus ist, ne? Dementsprechend, ich glaube, ich brauche euch das nicht erklären. Griezmann, Enesri, Zapata, Adams, Olmo, Tabsoba, Gulaschi im Tor.
Szoboszlai, linkes Mittelfeld, da ist wirklich ordentlich Panik am Start. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass das jetzt richtig übel werden könnte? Ich habe keine Ahnung, aber so langsam muss ich wirklich gestehen, wenn ich jetzt bedenke, dass die Champions League irgendwie möglich ist mit diesem Verein. Jungs, das wird echt übel werden. Es wird richtig übel werden. Und alleine dieses Stadion mit dieser Choreo, das haben sie schon echt gut hingekriegt, mein lieber Mann. Ihr seht hier nochmal die Tabelle. Dominik Auer, alle Augen werden auf ihn gerichtet sein, ne? Potenzial, was Besonderes zu werden, der Sohn von Benjamin Auer. Leipzig stößt an. Willkommen in der Red Bull Arena. Das Spiel gegen Leipzig eventuell um die Vorentscheidung, um die Champions League Plätze. Da kommt der Konter. Panzo, ganz, ganz stark. Jonathan Panzo. Und jetzt Becker. Becker. Svensson läuft einfach durch. Svensson, oh Gottes Willen, Ramon Terraz, der kann nicht schießen. Ah. Ich habe mir einfach gedacht, komm, chip den einfach mal rüber. Aber Ramon Terraz kann nicht schießen, das ist ein ZDM. Ach. Was heißt hier nicht klappen? Guck dir das mal an. Guck dir das an. Lattenkreuz. Was zur Hölle? Und bisher, man muss es einfach wieder so sagen, wie es ist. Bisher steht diese Abwehr wieder wie eine Eins, wirklich. Also, diese Abwehr ist einfach nur gigantisch, was die immer und immer wieder leistet. Oh, schlechter Pass von Svensson. Szoboszlai über außen. Szoboszlai muss Bartels hin, hat er. Oh, und Bartels sieht ihn. Bartels sieht ihn. Bartels sieht Dennis Dressel. Dennis Dressel und Jamie Leveling. Der kann durch. Leveling kann durch. Leveling in der Red Bull Arena. Oh, Gulaschi. Es ist komisch. Dieses Spiel erinnert mich irgendwie an das Spiel gegen den HSV in der zweiten Liga letztes Jahr. Da hatte ich auch den HSV 90 Minuten lang komplett im Griff. Und da kommen sie wieder. Bella Kotschap. Bella Kotschap. Becker. Und Dressel. Dressel. Nein, der verstolpert. Der verstolpert das Ding. Ah. Also Leipzig bisher noch ohne Chance. Muss man wirklich so sagen, wie es ist. Leipzig ohne Chance. Und das ist 1:1 mein Spiel hier aktuell. So, kurz vor der Halbzeit jetzt. Kommt da noch was von Leipzig jetzt? Nee, kommt nichts mehr. Also das ist eine absolut dominante erste Halbzeit von mir gewesen. Leipzig bisher ohne Chance. Ja, und ich meine, man sieht es auch hier ganz klar an der Bewertung, ne? Also ich gehe das jetzt mal mit euch hier durch. Svensson 8-0, Leveling 7-7. Und bei Leipzig sind gerade mal Tapsoba und Olmo sind bei 7-3. Also man merkt auf jeden Fall, dass wir deutlich am Drücker sind. Aber wir brauchen dieses eine Tor. Bis jetzt ist es noch nicht gefallen. Bis jetzt ist es noch nicht gefallen. Übrigens kam jetzt Ferreira bei Leipzig dazu. Auch ein Name, den ich noch aus einer Sprint to Glory in Erinnerung habe. Guck mal an. Jetzt fangen sie mit Ballbesitzfußball an. Griezmann. Achtung, Sorloth. Oh, was für ein Pass. Ferreira, Achtung, 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 da muss Karl hin, hat ihn. Und der direkte Gegenzug über Svensson. Svensson, direkter Gegenzug. Becker zu Svensson. Nein, der kommt nicht hin. Der kommt nicht hin. Das darf ja wohl nicht wahr sein, ey. Also eins steht auf jeden Fall fest, ne? Also wenn das hier 0-0 ausgeht, dann ist das definitiv meine Schuld, weil ich die Chancen nicht reinmache. Weil wir sind klar und deutlich besser. Und das jetzt seit 62 Minuten. Weiter, 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 weiter. Achtung, Achtung, da steht Ferreira. Und Sorloth. Sorloth, Birindelli und der ist weg. Szoboszlai und Panzo. Jonathan Panzo, super gemacht. Panzo und jetzt wieder der nächste Anlauf. Wieder der nächste Anlauf für Aachen. Und jetzt Auer. Auer, was wird das für eine Geschichte? Auer, das gibt's doch nicht. Das gibt's einfach nicht. Und das ist genau die Stärke. Immer der Ballgewinn. Das ist die Stärke von Alemannia Aachen. Und jetzt Svensson. Aber wohin? Da kommt er. Becker. Und jetzt nochmal Auer. Auer, die Chance ist wieder gut zu machen. Nein, das gibt's doch nicht. Svensson wieder nicht drin. Mann, dieser Gulaschi im Tor. Was hebt der denn? Leveling. Svensson kommt nicht hin. Ball ist noch heiß. Auer, Dominik Auer, wieder nix. So, und jetzt müssen die Joker rein. Die Joker müssen jetzt definitiv rein. Luca Netz, Angelo Stiller und Vincent Bösen, der Joker. Jetzt muss was passieren. Wir haben noch 9 Minuten. Wir sind besser. Das wird nur ein 0-0. Das wird nur ein 0-0. Ich war klar und deutlich besser. Ich war klar und deutlich besser und ich hätte hier mehr rausholen können, wenn das hier jetzt besser gelaufen wäre. Olmo wehrt ab und das ist das 0-0 in Leipzig. Ich habe das Ding nicht reingekriegt. Ja, im Endeffekt,
Ich meine, wir brauchen jetzt nicht drüber reden, dass ein Punkt in Leipzig trotzdem super ist, ne? Da brauchen wir jetzt nicht drüber rumreden. Aber trotz allem, ihr habt es selber gesehen. Also allein von der CPU, das war eine Vorstellung, da wäre mehr drin gewesen, zu 100%. Ja, und damit ist das 21. Spiel ohne Niederlage. Gehen Sie davon aus, dass die Siegesserie so weiterbleibt? Wir sind aus guten Gründen unbesiegt. Ah, 18 Spiele unbesiegt. Okay, Entschuldigung, hab mich verrechnet. Enges Spiel heute. Wie haben Sie die Leistung insgesamt gesehen? Ich verstehe, dass das Team frustriert ist. Wir hatten gute Szenen, vor allem in der zweiten Hälfte. Hätten wir nutzen müssen. Das zweite Spiel gegen RB Leipzig ist nicht so gelaufen, wie sie es sich erhofft hatten. Warum war nicht mehr drin? Jungs haben alles gegeben. Braucht man keinen Vorwurf machen. Es ist halt nur bitter, wenn man so drüber nachdenkt, dass wir jetzt eigentlich 6 Punkte vorne sein müssten, ne? Und dabei sind es nur 3. Das ist halt, beziehungsweise 4 vor Leverkusen. Das ist halt wirklich traurig. 2 Punkte liegen gelassen, die wir eigentlich hätten sicher haben sollen. Naja, okay. Nächstes Spiel ist übrigens gegen Eintracht Frankfurt, die sind Zehnter. Okay. Nenn mir einen Grund, warum ich jetzt aktuell beim VfL Wolfsburg unterschreiben sollte. Auf gar keinen Fall. Ich weiß, wo ich hingehöre, Freunde. Ich denke mal, ihr seht das genauso. Und deshalb geben wir natürlich weiterhin alles. Eintracht Frankfurt. Dieselbe Aufstellung wie bei RB Leipzig übrigens. Es ist irgendwie interessant, ne? Also gerade mit Kramaric und mit Volland da drüben kann hier was gehen. Ist ein Heimspiel. Wir haben einen guten Sturm, wir haben eine gute Abwehr. Hier kann was gehen. Zu Hause gegen Frankfurt, komm. Ja! 2-1 Leveling und Aua, ja! Dominik Aua, 11. Saisontor. Und plötzlich 25 Spiele, 9 Spiele noch, wie gesagt, 5 Punkte Abstand, alles beim Alten. Wir kommen übrigens so langsam dem FC Bayern nahe, sehe ich gerade so. Aber leider gibt es da ein Problem. Der nächste Gegner ist nämlich Borussia Dortmund. Ich würde euch übrigens gerne mehr sagen aktuell, ne? Auch gerade hier Transfers oder irgendwie so. Aber es tut sich halt relativ wenig, weil halt unsere Mannschaft wirklich auch komplett richtig sicher steht, ne? Also, ich meine, ich wüsste jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, was ich jetzt hier besser machen sollte. Ich bin halt am Überlegen die ganze Zeit, an welcher Position wir nächstes Jahr nachlegen, weil so wie es aussieht, bräuchten wir einen neuen Innenverteidiger. Und ich meine, ich will ja nicht blöd klingen, aber ich meine, wir haben es in der Hinrunde, auch wenn wir es selber gezockt haben, aber wir haben es in der Hinrunde geschafft, diese Mannschaft zu schlagen. Auch wenn das natürlich verdammt böse aussieht, ne? Also mit Philips noch im ZM, Sabatoni ist übrigens online. Grüße, Bro. Ja, ich hoffe jetzt einfach, dass da irgendwas Gutes dabei rausspringt. Ein Unentschieden in Dortmund würde ich komplett unterschreiben. Achtung. Nee, 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 nee. Martinelli schießt uns ab, aber wir haben Glück gehabt, Freunde. Denn so wie ich sehe, hat nämlich Leverkusen gegen Hoffenheim verloren. Und so wie ich sehe, hat RB Leipzig gegen Schalke nur unentschieden gespielt. Also daher, es ist alles drin. Wir haben immer noch 2 Punkte Abstand. Damit sind die schweren Gegner jetzt erstmal alle weg. Unsere nächsten Spiele wären übrigens gegen den HSV und gegen den ersten FC Köln. Das sind eigentlich Spiele, die müssen mal beide gewinnen. So, und inzwischen kann ich auch mal sagen, inzwischen übrigens 56,8 Millionen Profit nach oben. So, und es geht weiter. Das Duell gegen den Vorletzten, der HSV. Die sind Vorletzter mit Unnerstall im Tor. Das ist interessant, was die da machen. Winsheimer übrigens immer noch dabei. Kennen wir alle noch. Kennen wir alle noch aus der Zweitliga-Zeit. Mir fehlen hier so ein paar Namen, so wenn man hier mal durchguckt. Aber okay. Normalerweise muss das ein safer Dreier sein. Nein, 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 nein. Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite, ich meine, wenn der halbe Spieltag 1-1 ausgeht auf der rechten Seite, ich meine, dann ist mir das eigentlich so scheißegal. Also, gut, wir haben gegen den HSV gepatzt, aber es ist von der Tabelle alles wie vorher. Also daher, das nehmen wir mit. Das finde ich absolut in Ordnung. Dementsprechend, wir haben immer noch 2 Punkte Abstand auf Leipzig und immer noch 4 Punkte Abstand auf Leverkusen. Erling Haaland übrigens schon 19 Dinger gemacht mit Brand 16. Aubameyang, Gnabry, Sané, ne? Allein die drei haben, wenn ich jetzt richtig rechne, dann haben die 46 Tore geschossen, die drei. Das ist ja absolut Wahnsinn. Und Aua kommt dann mit seinen 11 Toren da irgendwann auf Platz 8 hinterher, ey. So, und während Erik Karl, Amel Bella Kotschap und Dominik Aua übrigens auf Länderspielreise gehen,
Kann ich tatsächlich sagen, es wirkt jetzt wahrscheinlich relativ langweilig, aber ihr könnt ja mal scherzhalber hier ins Archiv gucken. Und ihr seht auch hier 10.3., 1.3., 4.2. Es gibt absolut keine Nachrichten, ne? Also keine Angebote, kein gar nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob das an FIFA liegt oder ob das einfach Zufall ist. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, es passiert außer die Matches gerade rein gar nichts. Dementsprechend sieht das so relativ schnell für euch jetzt aus. Oh Jungs, und jetzt müssen wir aber über was reden. Guckt euch das hier mal an. Svensson 83, Terraz 83, Karl und Bella Kotschap auch 83. Junge, 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 also was die für eine Entwicklung hinlegen. Auer ist übrigens auch schon auf der 82. Es ist so verdammt wild, ne? Also ich hätte es wirklich bei allem nicht möglich gehalten. Und die Wahrscheinlichkeit wird immer höher, dass wir in der nächsten Saison einen neuen Innenverteidiger brauchen. Ich muss übrigens eine Sache sagen und die habe ich gerade eben jetzt noch gesehen. RB Leipzig hat nur unentschieden gespielt. Das bedeutet, das könnte jetzt wirklich ein Matchballspiel sein. Das könnte jetzt wirklich ein Duell sein, wo wirklich vieles zusammenkommen könnte. Es könnte das Duell sein, wo wirklich alles für uns ausgehen könnte. Jetzt auswärts in Köln im Rhein-Energiestadion gewinnen. Und das wäre ein Riesenschritt, nicht nur nach Europa, sondern auch in die Champions League. Was wäre das für ein Schritt? Achtung! Auswärts in Köln. Safe. Jamie Leveling, 80. Minute. Da ist es, Jungs. Und das sind sie endlich. Das sind die 4 Punkte Abstand vor RB Leipzig. Und nicht nur das, sondern auch die Tatsache, dass die TSG Hoffenheim jetzt inzwischen 6 Punkte wegliegt. Es läuft immer und immer besser. Und wollt ihr wissen, wer der nächste Gegner jetzt ist? Union Berlin. Die sind nämlich letzter mit minus 40 Tordifferenz. So, und bevor wir das jetzt angehen, ich weiß nicht, wer es von euch schon gesehen hat. Erik Karl, 84er Rating. 81,5 Millionen Euro wert. Das ist wirklich unfassbar, ne? Wenn man bedenkt, dass wir den am Anfang der Regionalliga-Saison geholt haben, wie der durchmarschiert ist. Vielleicht für den einen oder anderen für euch da draußen, der Karriere spielt, ein absolut geiler Call. Erik Karl, der wird definitiv bis zum Schluss bleiben. Genauso wie es mit Dominik Auer auch der Fall sein wird. Und deshalb, weil es jetzt so gut läuft, 6 Spiele vor Schluss. Aachen gegen Union Berlin. Union Berlin, wie gesagt, letzter. Da darf nichts passieren. Überhaupt nicht. Fahrt das Ding nach Hause und dann haben wir noch 5 Spiele und wir machen das Ding klar. Auf geht's, Jungs. Bitte, macht das Ding. Macht es. Leveling, Auer und Finn Ole Becker. 3-1 gegen Union. Jungs, wir werden es schaffen. Wir werden es wirklich schaffen. Guckt's euch an. Guckt euch an, was passiert ist. Hoffenheim hat Leipzig eingeholt. Also ich denke, der BVB wird Meister werden. Aber Leute, wir werden es schaffen. Wir werden als Dritter, maximal als Vierter, werden wir die Champions League schaffen. Das ist... Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber Jungs, wir werden das in der nächsten Folge schaffen. Mittlerweile haben wir übrigens 61 Millionen Profit nach oben, aber eins wird mich jetzt dann doch noch interessieren. Ja, es gibt ja noch das DFB-Pokal-Halbfinale gegen die Bayern. Das will ich definitiv noch zocken, auf jeden Fall. Dann kommt Gladbach, dann kommt Bremen, dann kommt Hoffenheim, Leverkusen und dann zu Hause gegen Schalke ist der letzte Spieltag. Also, ich denke, in der Liga wird jetzt nichts mehr schief gehen. Deshalb werden wir den Fokus in der nächsten Folge auf den DFB-Pokal legen. Und dann werden wir auswärts in München antreten. Ach so, und sollte jetzt einer von euch sagen, ach hör mal, die Bayern ist doch gar kein Problem. Ach, ich meine ja nur, ne, da rennt immer noch ein Manuel Neuer rum mit einem 88er Rating. Ein Alfonso Davies, ein Lucas Hernandez, ein Matip, ein Piqué. Ein Saar, ein Upamecano, ein Kingsley Coman, ein Joshua Kimmich, ein Gnabry, ein Milinkovic-Savic, ein Musiala, ein Paul Pogba, ein Rodri, ein Leroy Sané, ein Karim Adeyemi, Pierre-Emerick Aubameyang, Sebastiano Esposito, WTF, Alter. Also gut, dann wissen wir ja definitiv, was wir in der nächsten Folge zu tun haben. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn das so sein sollte, ich würde mich selbstverständlich über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar. Und dann, in der nächsten Folge, geht's dann Richtung DFB-Pokalfinale eventuell. Und natürlich
Der Saisonabschluss. Ja, schaffen wir die Champions League? Es sieht alles stark danach aus. Lasst einen Kommentar da, lasst ein bisschen Liebe da, Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. In diesem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss, ciao. Euer Fantastic. Reingehauen. Auf Wiedersehen.